Lorenzo Toral Osorio hat mich gefragt, wie können die Menschen sich die Kenntnisse und Kompetenzen für die neuen Themenfelder im 21. Jahrhundert, wie können sie die erwerben? Hier ist meine Antwort. Wenn wir über Bildung für die Zukunft sprechen, dann können wir ganz unterschiedliche Assoziationen zu dem Thema haben. Die meisten Menschen denken an Schulen, Hochschulen, Universitäten, Weiterbildung und In-Person-Schulungen. Andere assoziieren damit MOOCs, Webinare und so weiter. Was all diese Assoziationen eint, sind alles mehr oder weniger traditionelle, formale Bildungsprogramme, die an einem gewissen Punkt vielleicht noch sinnvoll sein können. Inzwischen gibt es aber eine Vielzahl modernerer Ansätze, die die Zukunft der Arbeit mit dem lebenslangen Lernen verbinden. So nutzen Menschen, die in der Lage sind, ihre eigenen persönlichen Lernumgebungen zu bauen, auch Feeds, soziale Netzwerke, Meetups, Barcamps, Hackathons, andere Formate, die sich aus der Crowd heraus entwickelt haben, um Neues zu lernen und dabei noch Spaß zu haben. Also lasst uns über die verschiedenen Schritte mal sprechen, wie man lernt und dann immer wieder weiterlernt, während man arbeitet und sich weiter vernetzt. Also fangen wir an deinem Startpunkt an. Wo immer du gerade stehst, es wird dein Ausgangspunkt für deine Zukunft sein. Mit dem World Wide Web haben wir die ganze Welt an unseren Online-Füßen und wir können das ja gemeinsam erkunden. Was du allerdings zuerst brauchst, ist deine persönliche Toolbox, dein Werkzeugkasten, um das gewünschte Wissen auch öffnen zu können überhaupt. Dazu kannst du mit einem soliden Fundament starten. Sagen wir, du studierst Geschichte, Architektur, Mathematik, Design oder was auch immer. Sicher, man kann sich an dieser Stelle bereits der Informatik widmen, weil es da ja weltweit gute Beschäftigungsaussichten gibt. Aber was an erster Stelle viel wichtiger ist, du solltest begeistert sein. Was ist dein Anliegen? Was willst du erreichen? Wie kannst du etwas zur Gesellschaft beitragen? Dies sind die Fragen, die du dich fragen solltest zum jetzigen Zeitpunkt. Fang mit irgendetwas an, das dir Spaß macht. Welches auch Thema auch immer du gewählt hast. Jetzt ist die Zeit zu entscheiden, wie du dorthin kommen kannst. Ich denke, es gibt im Moment da zwei verschiedene Wege, die du wählen kannst, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Auf der einen Seite würde es die traditionelle Art sein, einen Hochschulabschluss zu erreichen. Dies kann eine Eintrittskarte sein in den Arbeitsmarkt, vor allem wenn dein theoretisches Wissen ergänzt wird durch praktische Fertigkeiten und das, die auf dem Markt gefragt sind. Und das sind halt heute solide Medien- oder Computerkenntnisse oder Erfahrungen. Wie kommst du an diese Fähigkeiten? Nun, kannst du das Internet professionell nutzen. Was die meisten Leute nicht verstehen, ist, das Internet ist nicht primär ein Medium für private Unterhaltung. Es ist vor allem nützlich für professionelle Zwecke. Und das bedeutet, du kannst auf der ganzen Welt von den besten Lehrenden und Ressourcen lernen, zu denen du bis vor kurzem noch gar keinen Zugang hattest. Und diese Lehrer brauchen keine Universitätsprofessoren sein. Meistens sind sie es nicht. Also finde für dich die beste Person auf der Erde, die dir Podcasting, YouTube Storytelling, Bloggen, Programmieren, Instagram oder was auch immer beibringen kann. Folge dieser Person in den sozialen oder geschäftlichen Netzwerken und lerne von ihnen. Während eine klassische Ausbildung ein natürliches Verfalldatum hat, aufgrund der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, wird dein agiles Lernset jedoch nie ablaufen. Es entwickelt sich vielmehr immer weiter. Dies kann dann ein Sprungbrett sein zu deiner persönlichen Zukunft der Arbeit. Auf der anderen Seite kannst du den gesamten formalen Bildungsprozess an einer traditionellen Universität auch gleich überspringen und deinen eigenen persönlichen Lernpfad dir entwerfen, indem du dir verschiedene Module auf der ganzen Welt verteilt auswählst und sie in einer Art E-Portfolio zusammenführst. Lass mich dir erklären, wie das funktioniert. Nehmen wir an, du willst einer der besten Designer, Programmierer, Datenanalysten oder was auch immer werden. Der Beste, den man sich vorstellen kann. Du definierst also dein Ziel und beginnst zu arbeiten. Um nicht in den Details verloren zu gehen, musst du herausfinden, wie mögliche Ergebnisse ausschauen könnten und müssten und welche Fähigkeiten du dafür benötigst. Vielleicht fängst du mit einem einführenden Online-Kurs an irgendeiner Universität. Oder vielleicht findest du ein Barcamp, ein Meetup oder was auch immer. Überhaupt, beginne erstmal ernsthaft zu verstehen, was es bedeutet, einer der Besten in deinem Bereich zu sein. Und dann gilt es, ein eigenes persönliches Curriculum aufzubauen. Was brauchst du auf dem Weg dahin, um der Beste zu werden? Beginne erstmal grob.
dieses Curriculum zu erarbeiten, aber nicht mit einem offenen Ende, sondern stell dir vor, wo du in, sagen wir mal, 3 Jahren stehen willst. Das ist kein unumstößliches Gesetz, das musst du auch nicht unbedingt irgendwie auf Teufel komm raus verfolgen, aber es soll dir erstmal Orientierung bieten. Du kannst das ja jederzeit wieder ändern. Aber für dein nächstes halbes Jahr stell mal sicher, dass du weißt, wo du hin willst und was du lernen willst und wie man da hinkommt. Entwickle also deine eigenen Fragen, die du dir selbst beantworten möchtest und suche nach möglichen Antworten. Um diese Fragen zu beantworten, kannst du auf verschiedene Medien zugreifen oder man kann Module aus einem Online-Kurs verwenden. Man muss auch nicht den ganzen Online-Kurs dann durcharbeiten, sondern man kann sich ganz speziell einzelne Module daraus picken. Schau mal auf Moin, schau mal auf Udacity, auf edX, Coursera, Creative Life und so weiter und so fort. Tausende von diesen Plattformen. Kannst auch reisen, wenn du dir das erlauben kannst. Reisen, lesen, sich treffen mit anderen Menschen, alles hilft, wenn es dir auf deinem Weg zu deinem Ziel hilft. Und dabei immer vorwärts gehen, neugierig bleiben, sich selbst reflektieren, glaube niemanden aufgrund seiner Titel. Und dann bring die Informationen, die du dabei einsammelst, immer wieder in einen Sinnzusammenhang für dich. Starte damit, deine Lernreise zu dokumentieren. Wie kann man denn seine Lernreise dokumentieren? Du könntest zum Beispiel anfangen zu bloggen auf WordPress.com. Es ist kostenlos und du kannst es als deine Homepage verwenden. Du kannst kurze Artikel über Themen schreiben oder Videos aufzeichnen, über die du gerade nachdenkst, podcasten oder was auch immer. Bring deine Reflexionen ein, kombiniere sie mit deinen anderen Interessen, deinen persönlichen Interessen. Und selbst wenn es Musik ist, Mode ist, Skateboarding oder was auch immer, es könnte durchaus für andere interessant sein, diese Kombination zu sehen. Und zum Beispiel Nachhaltigkeit und Mode. Ist ja prima zusammen, kann man ja zusammen denken. Oder Skateboarding für den Frieden oder was auch immer. Aber die Leute müssen es sehen können, deshalb dokumentiere es. Gehe dann weiter zu LinkedIn zum Beispiel, vernetze dich dort mit anderen Menschen auf der ganzen Welt, die in deinem Themenkreis auch so aktiv sind. Verbinde dich mit verschiedenen Gruppen auf Facebook, auch mal über den Horizont hinausschauen und hier und da Netzwerke knüpfen. Versuche Twitter sinnvoll zu nutzen und bring deinem Netzwerk, mit dem du da immer verbunden bist, irgendeinen Mehrwert. Das kann ein ganz kleiner Mehrwert sein, aber es muss ein Mehrwert sein. Und so kann man sein eigenes vernetztes E-Portfolio nach und nach aufbauen. Man fängt mit dem einen erst an, baut es auf, geht zum nächsten, baut das auf und so weiter. Dabei möglichst nicht aufdringlich sein oder narzisstisch gar, sondern bringe Wert für andere. Das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Denn in der vernetzten Gesellschaft, so wie Manuel Castells es ausdrückt, muss jeder seinen eigenen Netzwerkknoten aufbauen. Du kannst in jedem, auch nur denkbaren Netzwerk, deinen einen Wert einbringen. Davon bin ich überzeugt. Aber es geht hier nicht um dich. Es geht immer um die anderen. Sie müssen das Gefühl haben, dass das, was du denkst, für sie irgendwie nützlich sein kann. Das bedeutet, du musst irgendetwas mit einbringen, was deine Leidenschaft mit den Interessen des Netzwerkes verbindet. Wenn du diesen Mechanismus wirklich verstehst und anfängst, in diese Richtung zu arbeiten und zu lernen, dann kannst du ernsthaft damit beginnen, dein persönliches Lern- und Arbeitsnetzwerk aufzubauen. Das sich aus anderen Netzwerkknoten, aus anderen Netzwerken dann zusammensetzt und auch bedient und das dann immer wieder hin und her trägt zwischen den Netzwerken. Und so kann man Hebelwirkungen über sein Netzwerk erzielen, indem man sich produktiv immer wieder neu einbringt und so werden dann Jobs oder Aufträge mehr oder weniger automatisch früher oder später auf dich zukommen, auch in einem sich veränderten Arbeitsmarkt. Versuche also mit anderen auf der ganzen Welt zu kommunizieren, bringe Mehrwerte in die Welt. Jeder kann das machen. Du musst dafür kein Rockstar sein oder irgendeine besondere Prominenz haben. Jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte, hat seine eigenen Erfahrungen, die für andere wertvoll sein können. So, und während du also online arbeitest, solltest du die physische Welt natürlich nicht vergessen. Im Moment poppen überall auf der Welt verschiedene neue Möglichkeiten auf, um die Menschen wieder zusammenzubringen. Es ist einerseits die Sharing Economy, andererseits eine ganze Menge an Coworking, Maker, Hackerspaces, überall auf der Welt, die man nutzen kann, um sich mit anderen zu vernetzen. Das Internet hat den Menschen geholfen, ihr Zusammenleben vernetzter und dezentraler zu denken. Viele neue Collaboration-Tools breiten sich aus und in Kombination mit der Smartphone-Revolution ist Mobile nicht
nicht mehr nur eine Option, sondern es ist Realität. Du kannst heute also von überall eigentlich theoretisch arbeiten, wo du willst, wenn dein Arbeits- und Auftraggeber bereit ist, auf diese Weise zu arbeiten. Und so sitzen viele Freiberufler oder sogar Angestellte in verschiedenen Coworking-Räumen rund um die Welt verstreut und kommen mit den Communities vor Ort auch wiederum zusammen. Sie lernen also alle wechselseitig voneinander, stoßen zufällig dabei auf andere Kontexte, weil sie ja den gleichen Raum nutzen und sich aus diesem Zusammenprall dieser verschiedenen Kulturen entstehen neue Ideen für Startups, für neue Initiativen und so weiter. So teilen sich Menschen die Maschinen in Makerspaces, die 3D-Drucker, die Plotter, um neue Produkte zu kreieren, neue Prototypen zu realisieren, die sie dann eventuell auf einer Crowdfunding-Plattform anpreisen, um zu sehen, ob da ein Markt dafür existiert und ob sich auf diesem Fundament zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen ließe. Das haben schon jede Menge Leute so, sind diesen Weg beschritten. Es ist im Grunde genau das, was die Welt eigentlich angesichts dieser angekündigten Automatisierungswellen bräuchte. Wir brauchen viel mehr Unternehmer, Unternehmerinnen, die konkreten Problemen mit neuen Lösungen begegnen, auf die Welt nur gewartet hat. Also, wenn du eine gute Idee hast, genügend Leidenschaft dafür mitbringst, versuch es. Bring all deine Fähigkeiten und Neugier und dein Netzwerk an den Tisch und entwickle dieses ganz Neue. Das ist alles heute möglich und es kotzt auch nicht mehr die Welt, solange du bereit bist, genug Zeit zu investieren. Derzeit wird viel über die Zukunft der Arbeit gesprochen und all die radikalen Veränderungen, der die Welt in der global vernetzten Gesellschaft ausgesetzt ist. Jobs werden verloren gehen, neue Jobs werden in den nächsten 20 Jahren entstehen. Was aber dann passiert, ist eine Frage, die wir derzeit noch nicht beantworten können. Aber alles, was wir in diesem disruptiven Zeitalter sehen, führt zu einer Gewissheit. Nur Personen, die bereit sind, viel Arbeit zu investieren und dies mit einem agilen Lernen begleiten, werden Erfolg haben und etwas am Lauf der Dinge ändern können. Folgt also euren Leidenschaften, werft einen Blick auf den zukünftigen Markt und schaut, an welchen Punkten eure Leidenschaft mit dem Markt passen kann. Es gibt derzeit viele interessante, hochqualifizierte Arbeitsplätze überall auf der ganzen Welt, wo die Arbeitgeber die besten Talente suchen. Und es öffnet sich gerade ein großes Fenster für neue Gelegenheiten, für eigene Unternehmungen, indem man zum Beispiel in einen Makerspace geht und dort Magic happen lässt. Ich wünsche euch einfach alles Gute. Thank you.